Danke fürs Einschalten zu einer neuen Folge über den Einsatzhafen in Zwischenahn und dieses Mal habe ich Neuigkeiten für euch. Was gibt es Neues zu berichten aus Bad Zwischenahn? Und zwar wurde die denkmalgeschützte Klingenberg-Villa, was das Offizierscasino war, diese wurde jetzt verkauft. Der Preis von 5 bis 6 Millionen Euro stand dabei im Raum. Wie viel es tatsächlich geworden ist, ist mir leider nicht bekannt. Auf jeden Fall ist der Käufer die Virol AG und das Gebäude ist von 1913. Was ist noch relevant? Das Gesamtgelände hat eine Fläche von 68.000 Quadratmeter und soll unter anderem für Musik- und Kulturveranstaltungen genutzt werden, aber vorab soll es noch aufwendig renoviert und auch rekonstruiert werden, sowohl das Gelände als auch das Gebäude. Ich werde in meiner Serie natürlich noch auf dieses Gebäude eingehen, aber da diese Meldung auf einmal dazwischen kam, habe ich mir gedacht, dass ich euch das vorab schon mal mitteilen möchte. Ansonsten war es ja auch groß in der Presse. Das war's wieder aus Bad Zwischenahn. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid und dass ihr mir einen Daumen in nördlicher Richtung gebt. Bis dann, danke und tschüss.